Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Hier ist wieder euer Oliver 301 und ich begrüße euch zurück. Ja, im letzten Part haben wir der Architektin ihre gesamten Sicherheitscodes und alles geklaut. Und jetzt müssen wir zurück aufs Dach, weil wir haben ein paar Kommunikationsprobleme mit Edge. Und das ist nicht gut. Kann ich da durch? Okay, das sind Hologramme. Cool. Okay. Aufs Dach müssen wir, haben wir ja gehört. Was sind da für Dinger? Super, so viel zum Thema nach oben. Aha. Ach, scheiße. Oder? Was? Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin runtergefallen. Ach, okay, ich komme hier wieder hoch. Gut. Na, die Aktion jetzt gerade lief nicht so dolle. So, jetzt muss ich immer das Padding abwarten. Padding? Das Pendling. Ihr wisst schon, die Zeit, die der Scheiß braucht. Und, oh, war das eng. Alter, war das eng. Und diese Xmas-Kit-Werbung geht mir echt langsam auf den Sack. So fett. Und hier auch wieder eine schöne Aussicht nach hinten. Wirklich schön. Könnte grafisch natürlich noch imposanter sein, aber es sieht schon schick aus. Wirklich cool. Hier, dieses Ding, das haben wir doch vorhin auch schon durch ein Fenster gesehen. Also, das ist eindeutig die Name. Oder ein grafisches Objekt, welches da ist und so. Ich frage mich übrigens, über welchen Krieg die immer reden. Es war ja vorhin auch so die Rede von einem Krieg, der hier war in Neo-Paris. Vielleicht war das schon in einem der Textlogs. Das Problem ist, dass ich das ja nicht gelesen habe jetzt gerade noch nicht. So, aber jetzt haben wir noch was gefunden über Sensen. Der erste Sensen-Prototyp. Okay. 2066. Das ist lange her. Oder das ist noch ein Weilchen hin. Je nachdem. Na gut. Haben wir das auch gefunden? Können wir weitermachen? Ja, richtig. Wir mussten aufs Dach. Jetzt habe ich kurz. Oh, schön. Dieser Effekt vom Hell auf Dunkel. Ich habe vergessen, wie er das nennt. Blur, Blinks, Dingens. Vergessen. Aber das macht das menschliche Auge auch. Das ist zwar mittlerweile ein total ausgenutzter Effekt, aber ist immer noch schön. Weil man halt selber immer, auch als Mensch, wenn man so gegen so einen Fernseher guckt und vom hellen Dunkel kommt, sieht man auch erstmal nichts und so. Und dass das Spiel das auch rafft, das ist ja schön. So, guck mal. Plan der Evacuation. Evakuierungsplan. Da mischen sie hin, wenn es brennt. So, hier haben wir noch einen Plan für ein Set oder so. Für ein Sat-Patch. Irgendwo an irgendeiner Wand. Autorisiertes Personal only. Ich bin autorisiert. So, gelangen sie. Ach, guck mal hier die Kirche. Die Kirche. Bevor ich hier irgendwie zu weit gehe, erstmal kurz um. Da ist diese Wand. Ah, und da ist das Objekt. That was easy. Focus. Weil dieses große Bereich, der sieht bald schon nach Kampf aus oder nach Ewak. Irgendwas in der Art. Und da ich jetzt mal schätze, wir sind Ende des Kapitels, würde ich bald mal Kampf sagen. Nilan, do you read me? Nilan, Edge, do you read? I read you. I got around kids' malware. Send me the codes. Hurry. Okay, uploading them. Perfect. All that's left to do is to hack into the San Michel Dam mainframe. Caught red-handed. You errorists are shameless. Nilan, hey, all six these months. Years and still choosing the losing side. We know each other. You were one of the best memory hunters ever. Big girl. Maybe the best. But you took a different road. And look where that got you. A criminal. Hunted. And a head full of holes. Political ideals are so last millennium. You always waste so much saliva. Or is it just when you're on the air? You always had that cocky, loudmouth thing going for you. I'm gonna enjoy this. Time for the Christmas show! Junge, ist es August oder so? Oh Gott!
bin ich in der schlechten... Ich bin in einer schlechten Wrestling-Sendung gelandet. Ja, 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 ganz klar, eine furchtbar schlechte Wrestling. Gott sei Dank, Wrestling ist ja gestellt und deswegen steht mein Sieger schon fest. Ah nee, das ist ein Cage-Kampf, oder? Das sieht aus wie so ein Cage-Kampf. Aber das ist cool, die Technik ist cool. Round one! Fight! Ich hab Fokus. Machen wir gleich mal rein. Na, wie sieht's aus? Oh, okay. Okay, you've earned a taste of kids' hammers. It's time to meet the Spammer! Ach, ich mag keinen Spam. Hör doch mal, du nicht. Oh Gott. Oh Gott. Der spammt ja wirklich. Ah, noch 2 Sekunden. Jetzt aber. Na, genug Spam. Au, in die falsche Richtung ausgewichen. Ah, fuck. Ach, dammit. God dammit, und der blockt immer so scheiße. Warum kann ich eigentlich nicht blocken? Jetzt kann ich blocken. Ja, ich warte einfach den Fokus jetzt ab. Ach, dammit. Aber ich habe noch das hier. So, das läuft doch ganz gut. Ich muss bloß auf meine Energie langsam aufpassen. Well done, big girl. You're through to the final segment of the show. Shut up and fight. Excellent proposition. It's time for sudden death! Come on! Nein, das ist schlecht. Ah, okay, das ist wirklich schlecht. Okay, da bleibt immer noch. Nee, ich will eigentlich, dass du endlich mal... Fuck it. Ich habe nicht genug Fokus. Was, die Sensenraserei, um Kids Wachsamkeit zu durchbrechen? Ja, habe ich vor. Ich habe bloß immer noch nicht genug Fokus. How'd you like that Christmas present? Bet you felt that.
Boah, war das eng! War das eng! Ah! Fuck! Fuck! Okay, jetzt nochmal alle drei rein. Okay, jetzt bräuchte ich doch das Ding mit mehr Health. Nee, lieber nicht. Nein! Ah, fuck it! Okay, machen wir das Ganze nochmal. Nein! Ah, ich brauch doch Hilfe! Hör doch mal auf! Brauch doch Hilfe! Hör doch mal auf! Brauch doch Hilfe! Und jetzt nochmal die Raserei rein. Ah, jetzt hör doch mal auf hier. Das ist meine Raserei, jo. Ah, das ist schlecht. Ah, das ist schlecht. Ah, das ist wirklich schlecht. Nein. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Okay, jetzt wird's echt eng. Jetzt wird's echt eng. Ach, scheiße. 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 Wo bin ich jetzt? Okay. Oh, cool, in der Phase. Also praktisch genau da, wo ich gestorben bin. Aua. Aua. Naja, wollen ist ja nicht so die Rede, aber... Hey, Bitch, ich habe jetzt wieder volle Leistung. So. Wieso kann ich eigentlich... Hab ich immer noch nicht genug Fokus? Jetzt. So, Bitch. In deine Fresse mit meinen Beinen und Armen ins Gesicht und Bauch und überall hinein. Ach so, okay. Kick Time Event. Nein, doch nicht. Doch! Ich hab den Schatz abgesagt, Kick Time Event. Dann macht es das Spiel auch noch. Scheiße. Oh, Kid. All these years. And still on the losing side. No, not here. Not in front of my fans. Tja, würde ich mal nicht live senden. Na dann, überlasten wir dich mal. I don't think so. Das hast du jetzt von deiner nervigen Werbung. Ging mir so auf den Sack, ey. Hey, cool, ich hab den Spammer jetzt, oder was? Das wäre ja cool. Eine Schusswaffe doch noch zu haben, wäre ja cool. Ich glaube, wir haben technische Schwierigkeiten. Neelan, thanks to the codes you sent me, the Error's counterattack will begin in just a few minutes. Use all this confusion to get out and make your way to Slum 404. Der von Kid X-Mass erfundene Spammer verschießt Datenimpulse, der Feinde betäubt und ihre Sensen beschädigt. Feuer frei! Achte jedoch auf die Überhitzungsanzeige. Ernsthaft? Verwenden Sie den Spammer... LB? Ernsthaft? Was ist denn das für eine Tastenkombination? Gott, den Schultertasten, aber sonst geht's euch noch ganz gut, ne? Na gut, okay. So, ich habe gerade irgendwo eine Tür gesehen. Da.
Das ist cool. The name is Nilin. This time, you'll remember me. Aber stimmt teuer, die Kamera. Stimmt richtig viel Geld gekostet. Ja, Weihnachten ist vorbei, Leute. At 10:47 this morning, sirens blared throughout the entire city when the Saint-Michel Dam suddenly opened, releasing billions of liters of water from the Saint-Louis artificial lake into the peaceful Saint-Michel district. As you can see on these Sensen images, the gigantic wave swallowed everything in its way. The scale of this catastrophe is difficult to imagine at this time, as the Neo-Paris authorities are already reporting dozens dead and several hundred missing. On the other side of the dam, the sudden lowering of the water level has not gone without consequence for the inhabitants of Slum 404, a neighborhood well known for ongoing social unrest. The Saber Force has immediately been deployed in and around the area to contain any potential riots. Indeed, the now empty Saint-Louis Lake has put an end to the isolation of the Bastille Fortress, home of the most dangerous criminals in Neo-Paris. Stay tuned for more. Das ist euer Plan? Ihr lasst einfach alle absaufen? Ich weiß nicht, ob ihr das gutheißen könnt. Aber gut. Verschließt du Türen vor allen Feinden, bleibt die Wahrheit draußen. Okay. Fehlern? Feinden? Verdammt, wieder nicht richtig gelesen. Using the architect's codes I'd stolen, Edge sabotaged the Saint-Michel Dam, flooding the Comfortress. According to him, it was just desserts for those who only worried about their own comfort. Why did I do what he asked? I could have left the city. Invented myself a new life somewhere else. But I wanted to come back to being public enemy number one. Was it part of who I am? Have we brought justice for the outcasts of Slum 404, or have my actions condemned them to more suffering? Only a militant believes that the ends always justify the means. Edge revealed to me that my memory had been conserved in the fortress of the Bastille since my conviction. I have to go there and recover my true self. The only way to get into the Bastille is with the memories of Johnny Greenteeth, a colorful resident of Slum 404. The problem is that no one knows who he really is, or where he hides out. Also die Cutscenes finde ich ja richtig cool gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed. Da gab es ja auch so welche Dinger. Starke Spannungen, tiefer Ausgang. Nächster Hinweis. Gut, Leute, und damit sind wir jetzt wieder in Slum 404. Ein perfekter Punkt, um an dieser Stelle jetzt den Part zu beenden. Wir sehen uns dann also im nächsten wieder. Und dann. Okay, jetzt redet er nochmal. Go back to his bar. Couldn't he have done that this morning when I was there? No, we had to drain Slum 404's lower levels first. You got everything planned out, huh? Gut, jetzt kann ich aber den Part beenden. Also, bis im nächsten und tschüss.